An den Herrn kann ich mich gut erinnern. Das ist Georg mit der goldenen Briefmarke. Absolut sympathischer Verkäufer. Das war schön. Also ich habe hier eine Briefmarke in echtem Gold, die damals zum 25-jährigen Jubiläum der BRD 1974 gemacht wurde. Mein lieber Detlef, darf ich dir vorstellen, das ist der Herr Haas. Kümmel, Detlef, hallo. Georg. Detlef. So, dann haben wir das geklärt. Er hat mir nicht gesagt, was hier drin ist. Ich habe alles versucht. Ich denke mal an Armcatchen und wir sind falsch. Eigentlich hätten wir wahrscheinlich sofort Doktor gehen müssen, Georg, oder? Vielleicht ein Füller. Ein Füller könnte auch noch sein. Oh lala. Ja. Oh lala. 25 Jahre Bundesrepublik Deutschland. Ja. Eine Briefmarke und daneben eine Goldplatte. Das heißt, wenn ich das richtig erkennen kann, eine goldene Briefmarke. Hui. Sollen wir jetzt Expertisen für Anfänger machen? Guck mal, wann hat es begonnen? Warte mal, 1949 bis 1974. Die Bundesrepublik ist entstanden? 1949. Genau, und hat sie da aufgehört? Nein. Nein, aber wir hatten Jubiläum. 74 waren 25 Jahre, ne? 25 Jahre ja. Jubiläum. Und dafür war es gedacht. Das heißt, dann ist die Briefmarke von 1974 und zwar... Ich wollte nur mal testen. Wenn er jetzt 49 gesagt hätte, hätte ich ihn gehabt. Hätte ihn nicht gehabt. Nein. Ja. Ja. So, kann ich besser gucken. Georg, bist du Briefmarkensammler? Ich war Briefmarkensammler. Du löst auf? Ich löse auf und deshalb bin ich jetzt auch hier. Das ist das ewige Leid. Briefmarkensammlungen werden ständig aufgelöst und dafür einen Käufer zu finden, ist natürlich immer extrem schwierig. Nur hier haben wir natürlich was Spannendes, weil es auch sich um eine goldene Plakette dabei handelt, die in Form einer Briefmarke ist. Georg, dann hast du ja dieses Hoch und Tief der Briefmarkensammler erlebt. Weil es gab ja eine Zeit, wo Briefmarkensammlungen also wirklich ganz hoch waren. Und dann auf einmal war Ende. Ne? Das hat aufgehört, seitdem der Trick mit der Briefmarkensammlung bei den Mädels nicht mehr funktioniert. Jetzt werde ich wieder veräppeln. Ne? Nein, was ist passiert? Es ist passiert, dass wir einfach Medien reinbekommen haben. Wir können einfach ganz andere Dinge wertschätzen. Wir wollen Technik. Wir wollen auch nicht mehr so viel sammeln. Die Leidenschaft ist einfach vorbei. Man hat noch nicht mal einen großen Grund dafür gefunden. Man hat einfach so einen Generationenwechsel erfahren. Und die nächste Generation wollte es einfach nicht mehr. Schade, ne? Weißt du aber, was gut ist? Gold. Hast du dir das damals gekauft? Ja, ich bin Jahrgang 49 und habe dann zu meinem 25. Geburtstag das geleistet. Da war ich noch Student, aber... Ja, war, glaube ich, eine gute Anlage. Weißt du noch, was du bezahlt hast? Nein, ich hab keine Rechnung mehr. Das ist, wie gesagt, 40 Jahre her. 42 Jahre her. Ja. Tja, aber eins weiß ich definitiv. Gold ist gestiegen, Gold ist gut. Wie viel Geld möchtest du denn haben dafür, Georg? Also ich habe heute Morgen natürlich den Goldpreis angeschaut. Ah, ja, ist der, klar. Der ist heute wirklich sehr gut. Warum das denn? Bringt aber die Briefmarke gar nichts. Ich will das, den Goldpreis und nicht die Briefmarke. Die Briefmarke kostet 1 Euro, das ist klar. Ja, es müssten 25 Gramm sein, habe es das auch gewogen. Mhm. Mal 40 und 1000 und dann, wie gesagt, klar. Aber es ist 1000 Gold, Euro? 25 Gramm mal 40 Euro. Es ist ja momentan etwas weniger, es ist bei 39,8 circa. Ja, genau, ja. Aber, was Sie jetzt gerade vergessen haben, wir reden von einer Auflage bzw. von einer Legierung von 900. Ja? Das heißt, Sie müssen das Gewicht nehmen, 25 mal 0,9. Und dann haben wir dann den tatsächlichen Feingoldgehalt und das dann mal 39,8. Ah, hast du schon gerechnet oder was? Ich habe es überschlagen. Hat sich Georg etwa total verschätzt? Wir sind tatsächlich bei einem Preis, also wenn Sie sagen 1000 Euro, möchtest du das Gegenangebot schon hören? Ich würde es gerne hören, weil da kann man nicht viel, also weißt du, das ist Alter klar, das ist Gold, das ist auch klar. Richtig. Wir sind beim Goldpreis bei circa 880 bis 910 Euro. Plus ein bisschen für die Briefmarke und die Geschichte. Ich würde es einfach jetzt kurz zusammenfassen auf 950 Euro. Bestens. Das ist eine Menge Kohle. Ne? Wo liegt deine Schmerzgrenze denn dann? Also ich hätte gedacht, so 900, 850, aber von daher denke ich... Also 850, ja. 900, gut. Ja, genau. Was möchtest du machen mit dem Geld? Mit meiner Frau Urlaub genießen zum Beispiel. Dann hast du eine gute Investition getätigt, damals, als du 25 Jahre alt warst. Und somit bekommst du natürlich die Karte, Einzelstück, gut drauf Acht geben. Ne? Stimmt, das ganz zuklappen. Ja, du musst es abgeben. Ja, ich weiß, du hättest es gerne. Nein, du kriegst es nicht. So, nein, ich darf nicht kaufen, du auch nicht. So, und jetzt musst du nach oben in den Händlerraum. Aber viel Erfolg. Danke. Toi, 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 oben. Ne? Danke. Ciao. Ja, bitteschön. Tschüss. Ach, ich stehe mal da und warte ab, was sich bietet. Und wenn nötig ist, greife ich dann ein und werde entsprechend Argumente vorbringen.
Die goldene Briefmarke spricht natürlich direkt schon für sich selbst. Die Händler werden den Goldpreis im Kopf haben. Und der Verkäufer ist so sympathisch, die werden ihm das gute Stück auf jeden Fall abkaufen. Grüß Gott. Grüß Gott. Ein Kästchen. Ja. Bitteschön. Danke. Eine Briefmarke. In Gold. Ja, wahrscheinlich. 999? Ist das Feingold? 900. 900 an Gold. Da fehlt aber eine. Na. Na, das sind doch zwei Aussparungen. Das ist die Originalbriefmarke. Hier? Da ist sie doch. Ach so. Das wurde so geliefert. Briefmarken, ja, und die Goldbriefmarken. Ja. So kann man auch Gold anlegen. Ja, ich habe die damals zu meinem 25. Geburtstag, da ich Jahrgang 49 bin, gekauft. Ja. Noch als Student. Und jetzt denke ich, können Sie bei dem Goldpreis haben Sie recht. Bares machen. Ja, da haben Sie recht. Wissen Sie, wie schwer die? 25 Gramm. Okay. Ich kann es doch gut als Säge nehmen. Aber die ist so scharf wie Hulle. Ich habe auch einen sehr guten Freund, der ist auch 49 geboren. Das wäre das ideale Geschenk. Wenn wir irgendwie klarkommen, kaufe ich Ihnen diese Marke ab. Gerne. Jetzt kann der Verkäufer sich gut und in Ruhe zurücklehnen. Wolfgang hat schon klargemacht, er wird diese Briefmarke kaufen. Das läuft. Ich habe da auch so eine Briefmarke, ne? Ja, du hast eine Postbriefmarke, ja, und eine. Eine silberne und eine goldene, ne? Ja. Die Zacken sind nicht kaputt, das Original. Ich biete Ihnen 850 Euro. 870. 880. Schönes Messing. 900. Die Richtung stimmt. Das ist ein tolles Geschenk. Das ist wirklich ein tolles Geschenk. 910. 29. 39. 49. 59. 69. 79. 89. 1000. Bei 1000 kann er schon zufrieden sein. Da sind wir schon über den Goldpreis. Und das ist gar nicht schlecht. Darüber können wir reden. Ich gebe Ihnen 1010. 20. 30. 40. Georg macht's richtig. Er wartet einfach noch ein bisschen. Er genießt das, er hat Spaß, er sieht einfach sympathisch aus dabei und wartet. Das ist clever. Hör doch rauf. Ich muss die kaufen, Ludwig. Na gut, dann sage ich nichts mehr. Wenn du die kaufen musst, dann sage ich nichts mehr. Ich muss die kaufen. Ich mache jetzt letzte 1050. 60. 70. 80. Wenn ich doch sage, ich muss sie kaufen, Ludwig. Also, jetzt sage ich nichts mehr. Ich sag auch nichts. Wieso denn nicht? Jetzt fange ich erst mal noch an. Ja. Nein, Quatsch. Trau dich doch. Nein. Susanne, bist du noch dabei? Das ist ein super Preis. 1100? Ich bin jetzt raus. 1100 mit Augenzwinkern? So wie sie ist, mit komplett. Kommen Sie her? Ja. Das ist clever. Super gemacht. Noch mal kurz nachgeschossen, noch mal den Preis erhöht. Gut gemacht. Bitte schön. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Danke. Tschüss. Tschüss. Ich habe das Gefühl gehabt, Sie wissen, was Gold zurzeit wert ist. Ja? Sie sind sehr gut eingestiegen. Und Ludwig hat mit Wolfgang praktisch darum gekämpft. Und ja, insofern bin ich mehr als happy.